Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind auf der Kursk und spielen das Spiel Kursk weiter. So, wir sind auf der Suche nach Vasili. Ich weiß immer noch nicht, wo der ist, aber ich denke mal, wir müssen jetzt mal die Treppe hoch. Die ganzen Räume unten lassen wir mal beiseite. Kommen wir nicht voran, was war das denn? Oh, hier ist ein Schloss. Oh, ich kann nicht anders, ich muss einfach aufmachen. Mein Hacker-Tool. Zack. Eigentlich müssen wir schon fast alle Räume durch haben, ne? Ist unter momentaner Lagerbestand. Schweinefleisch 452 Kilo, Rindfleisch 213, Hühnerfleisch. Kaviar haben sie auch mit dabei, Käse, Stör, Hering, Kartoffeln. Kartoffeln ziemlich viel und Marmelade auch. Ja, das war eine wichtige Information. So, jetzt lassen wir uns aber nicht mal ablenken, wir müssen Vasili finden. Ladebildschirm. Hör zu, es zieht. So, жена там без меня не скучает. Ja, das ist immer eine Gefahr, wenn man, ne, unterwegs ist, dass die Frau zu Hause dann ein Fremd geht. Ну, наконец-то хоть какая-то движуха. Я уже заждался. После учений надо будет купить подарок дочке. Ей в следующем месяце исполняется 2 годика. Endlich mal Leute sich miteinander unterhalten. Das ist ja mal... Das zeugt ja von einer lebendigen Umgebung. Обойдется без учебных тревог. Nein, keine Übungsalarm. Alles gut, ich glaube schon. Alles gut. Die Luft ist ja schon ein bisschen stickiger. Ah, ein Klappstuhl war da versteckt. Ищите Васильева? Я тоже. Если найдете, передайте, чтобы сразу сюда шел. Ему нельзя покидать пост. Давай. Махма. Васильев likes to smoke. Missed calling out for a cigarette. Nein. Ist vielleicht tauchen gewesen? Oder war das nur eine kurze Testtauchfahrt? Rauchen.
Vasili breche ich die Beine, wenn er sich die ganze Zeit versteckt. Sagen, die ganzen Soldaten sind da nicht bewaffnet, ne? Ah, brauchen sie wahrscheinlich nicht im U-Boot. Oh. Geheimdienstbericht Nummer 1507-0124K2000. Die Anbindung des Wohn- und Navigationsmoduls Vesta DOS 8 an die internationale Raumstation ISS verlief erfolgreich. Das Modul wurde mit einer Proton-K-Rakete in den Orbit geschossen und am 26. Juli um 0 Uhr 44 Sekunden UTC erfolgreich angedockt. Svesta ist eins der drei Hauptmodule der Station und umfasst zwei Kabinen für Astronauten, eine Toilette, Fitnessgeräte sowie Navigation und Kommunikationssysteme. Das Modul verfügt über drei Kopplungskabel. Ja. Soweit dazu. Noch tiefer? Ich raff hier gerade nicht, wohin ich muss. Bist du hier, Vasili? Nee, ne? Sieht fast alle gleich aus, die Räume hier. Oh, hier waren wir doch noch nicht. Das Hacken macht Spaß hier. Geht's, Bruder? Du willst für Space Tactics? Nee, ne? Du hast schon eine ganze Weile nicht geschrieben. Hast du die Weltmeisterschaft gesehen? Schade, dass wir uns nicht qualifiziert haben. Aber es war trotzdem schön anzusehen. Die Spiele waren klasse und was Zidane mit dem Ball angestellt hat, wird in die Weltgeschichte eingehen. Nein, keiner mag Zidane. Schade, dass das wir nicht auch schon ein Spiel haben, Entschuldigung. Wir würden alles gewinnen. Nein, würdet ihr nicht. Seit du fort bist, lässt Mutter mich nicht in Ruhe. Haha. Früher hat sie bei dir auch rumgemeckert. Jetzt bleibt alles an Papa und mir hängen. Ich habe mir ein Schloss an meine Zimmertür montiert. Wenn ich spüre, dass es bald Streit geben wird, verschließe ich mein Zimmer und sie kann nichts tun. Du erinnerst dich doch, dass du mir immer versprochen hast, mich mal auf der Kurs herumzuführen. Ich habe es nicht vergessen. Lass mich wissen, wann ich dich besuchen kann. Ich hoffe bald. Ich muss unbedingt eine Weile von Mutter weg. Vasili. Oder so. Ja. Weit zu Hause ist nie schön. So, ich finde jetzt aber langsam, wo ist dieser... Er zeigt doch eigentlich nach unten. So, wir sind hierher gekommen. Dann müssen wir mal... Da geht's wieder runter. Das Spiel verarscht mich doch. 17 Meter in diese Richtung. Oh, hier war... Alter, was? Die haben wirklich... Duschen? Haufen von Duschen? Und drei Scheißhäuser? Auf einem U-Boot? Fitnessstudio? Ich meine, ich finde das nicht schlecht, aber ich denke, habe immer so die ganze Zeit im Kopf so die U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg, der Deutschen oder so. Und die haben hier so ein bisschen Fitness. Ich meine, das brauchst du ja auch, wenn du ewig unterwegs bist. Das ist ja der Hammer. Siehst aber scheiß aus in deinem Jogginganzug. Wollte ich nur mal gesagt. Хочешь потренироваться? У нас тут новый велотренажер, мы на нем друг с другом соревнуемся.
Хочешь, попробуй побить мой рекорд. Ja, komm, machen wir mal hier. Mach ich dich fertig. Bin hier Fahrradkönig. Ja, los. Und wie? Ah. Ups. Wackeln, drücken. Drück halten. Hallo? Zeigt nur A an und die Zeit geht runter. Distanz und Speed 0. Muss ich das verstehen? Ah, ja, mach doch. Achso, ich muss. Ah, ich bin bescheuert. Muss auch einer mal sagen hier, verdammt. Haben natürlich voll verkackt, ne? Der wird natürlich voll besser sein als wir. Да, ты, я гляжу, спортсмен. А ну-ка, давай я тебе поставлю рекорд Роберта. Komm gleich nochmal. Jetzt wissen wir, wie es geht. Eine Minute das drücken, ja, bist du bescheuert, aber egal, wir machen's. Den faulen Vasilien haben wir ja auch schon gesehen, hinter der Sauna. Oder was ist da für ein Badebecken auch war, keine Ahnung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man dafür. Oh, fertig? Dass man dafür Platz auf dem U-Boot hat. Robert будет в шоке. Ладно. А теперь Димкин рекорд. Сможешь его побить? Ja, komm, klar, machen wir. Auch ihn mache ich fertig. Ich mache sie alle fertig. So, komm her. 309. Also wir müssen die Distanz in dieser Zeit. Boah, mir tut langsam der Finger weh. Also. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Zeiten. Wie bitte? Winter Games, genau da wollte ich drauf. Hinaus mit Mathilde. Winter Games mit Joystick. Hin und her, hin und her, hin und her. Hoffentlich war das der letzte Herausforderer dann. Ich habe nämlich keine Lust mehr. So, fertig, glücklich. Zack. Ты реально в хорошей форме. Следующий по списку Рашид. Обгонишь его, и ты уже на пьедестале почета. Bist du auf dem Podium? Klingt verlockend. Warte mal, ich muss mal kurz meine. Hört ihr das? Mein Finger knacken. So, Podium klingt gut. Wir machen mal. Komm her, komm. Und ab auf den. Auf das Teil hier. Und 427. Aber wir brauchen mehr Speed. Mehr Speed. Los, 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 los. Wir sind die Radlmeister. Los, 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 los. Oh Gott, das wird nix. Meine Finger schwächeln. Los, los. Aua. Ich krieg einen Krampf. Wirklich einen Zeigefinger. Oh, scheiße. Ah, ah. Ich mach das nicht mehr. Ну и ну. Вот такого я и правда не ожидал. Молоток. Но серого ты точно не обгонишь. Alter, nein, den top ich auch nicht. Ich muss weg. Vielleicht irgendwann anders mal, wenn ich hier vorbeikomme. So, Vasili, ich habe das ganze Schiff nach dir abgesucht. Nee, da, da bist du. Guck dir das an, da. Schilder. Mit deiner Badewanne. Da steht noch einer. Da kann man nicht drin schwimmen, aber da kann man sich gut gehen lassen, ja. Naja, guck ruhig drüber, ey. Ich sehe dich. Oh, mal Film gucken.
Warum ist die Musik aus? Ach, das sind, das ist cool. Wenn man das Spiel kauft, kann man, kriegt man als PDF quasi dieses Spiel. Das haben sie sogar in dieses Spiel, haben sie U-Boot-Spiel quasi, Brettspiel, haben sie sogar ins Spiel gepackt. Finde ich nett. Weiß nicht, ob das kostenlos war. Möchte ich mich aber jetzt nicht mit beschäftigen. Aber coole Sache. So, Vasili, ich komme näher. Ich komme näher. Ah, hier ist wieder, was ist das für ein Spiel? Bin gleich da, Vasili. Ich muss nur gucken. Das ist was Besseres. Wo kann ich nicht schießen? Wir müssen nur ausweichen. Ja, das waren früher echt Hardcore-Games. Schiff voraus, Torpedo, Feuer! Treffer! Feuer! Feuer! Wir haben immer nur einen. Also, ich bin ein bisschen langsamer. Starten. Danke. So, du. War nicht schon wieder. Nein. Nein. Tab beendet. Wollen wir von nicht nochmal anfangen. Kann ich das hier nehmen? Ja, haben wir es auch eingesammelt. Hinten ist ein Modell-U-Boot. So, Vasili, wir brauchen und müssen arbeiten. Ай, ладно, попался. Я же говорил, что пытаюсь бросить. Вот дерьмо-то. Один выговор у меня уже есть, а второй мне не нужен. Никому не говорите, что я ходил курить, а? Спасибо, что прикрыли. А что за разговор? Да, блин, с советских времен ничего не меняется. Ну, принесите мне сломанный модуль, и там еще запасной устаревший. Посмотрим, что получится.
Идите в торпедный отсек. Там найдете Ильдара, поясните ситуацию. Na gut, dann ab nochmal in die Torpedoabteilung. Da waren wir ja eigentlich erst vor kurzem. Ja, gehen wir da auch mal rein. So, Umkleideraum wahrscheinlich. Genau, Umkleideraum. Haben wir hier. Okay, irgendein Text. Fitness und Sport und so. Und ich bin weg. So, wir haben ja auch genug Sport gemacht. Ach, geh ja weg. Hier ist noch eine Sauna, oder? Wie erotisch. Zwei ölende Männer in einer kleinen Sauna. Und oben guckt Kabel raus. Schön. Ja, und du bist... du hast das sexy pur mit diesem komischen Anzug. Naja. Gehen wir ab in den Torpedoraum. Und fragen nach dem Ersatzmodul. Kurze Ladezeiten, also die Ladezeiten stören mich so ein bisschen. Hol mich da mal so ein bisschen raus, finde ich. Aber er lädt hier erstmal die innere Animation für das Tür öffnen oder was? Naja, so, was ist hier gerade zu? Doch eigentlich in die Richtung zum Captain, oder? Gleich mal auf mit PDA. Jetzt sind wir jetzt hier gerade falsche Richtung. Billy braucht, okay, es ist eine Option. Ach, das war er hier wieder. Brauchen das Ersatzmodul. Вы рассказали капитану о торпеде? Поговорите с Максимовым. Он расскажет, где взять запасной модуль. А сломанный можно просто достать из торпеды. Он все равно ни на что не годен. Ах, wo finden wir Максим? Он в торпедном отсеке. Худой такой, невысокий. Сразу узнаете. В торпедном отсеке, где же еще? Она уже частично разобрана, но модуль все еще внутри. Мы не знали, что делать, так что просто оставили все как есть. Ja, dann holen wir uns doch das Teil aus dem Torpedo und sprechen nochmal mit dem anderen Typen. Genau, hier komme ich gleich. Der Torpedo. Brauchen wir dafür kein Werkzeug? Haben wir dabei. Wunderbar. Schnell die Schraube raus. Fertig. Weiß genau, was er braucht. Klappe zu. Und ja, Schrauben brauchen wir nicht mehr reinschrauben. Что-то нужно? Выходите из торпедного отсека и спуститесь на одну палубу ниже, на склад. Они должны быть на полке слева от входа. Нормально, надеюсь только, что сломанный модуль нас не задержит. Две недели назад же день ВМФ был, так такой парад устроили. Вообще офигеть. Я даже не думал, что будет так здорово. Ну, кто-то должен этим заниматься. Мне, в общем, нравится. Так потеешь, что можно в спортзал не ходить. Нужно только быть осторожнее, бывают инциденты. Да вот как в апреле, когда попали ракеты по украинскому судну. Но там была их вина, не нужно было вмешиваться в ход учений. К счастью, нет, вся команда обедала. Обошлось без потерь. Ja, das ist gut. Du könntest dich
Да, видел двух спецов из оборонки. Раньше я их тут не замечал. Говорят, они должны провести какие-то испытания. Больше ничего не знаю. Gut. Geht's mal ab wieder durch die Tür? Laufen wir mal ein bisschen hier. Laufschritt. Und die nächste. Fettet werden das Zahnrad. Und weiter im Laufschritt durch die nächste Tür. Weil es so schön ist. Und hopp, komm, komm. Kurzen Moment. Wir hatten gerade unten das Laderad. So. Und dann hier vorbei. Ne, ich muss noch tiefer, oder? Ich glaube, auf der Ebene haben wir uns sowieso noch nicht auch gar nicht weiter sein können. Schwer am Arbeiten. Auch. Ah, noch eine Etage tiefer. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr wieder zurück, glaube ich. Durch so viele Türen hin und her und... Ah, es war die falsche Tür. Hier verstecken sich bestimmt immer die Leute, die keinen Bock haben zu arbeiten. Machen Nickerchen. So, da jetzt runter. Oh, hier wird ein bisschen gewerkelt. Schraubstock. Werkzeug. Hier duftet. Was denn? Das sagt mir jetzt nichts, aber... Teilbiegemaschine? Keine Ahnung. Wenn es wer schon weiß, ab in die Kommentare. Stock. Spielekasten? Was soll das sein? Ja, wo wollt man hin? Wo wollt man hin? Da müssen wir hin, oder? Da müssen wir Hacky-Hacky machen. Okay, gehackt. Sesam, öffne dich. Nee, doch nicht. Was drin oder was? Okay, I have everything. We should take the modules to Vasily. Ja, wo der wieder steckt, ne? Vasily suchen, Teil 2. Durch 20 Türen hier mit dem Laderadar. Ja, ach, das ist
только что подходил. Он, правда, меня искал. Спасибо, что предупредили, я бы огреб. Хорошо, что получилось выкрутиться. С меня Магарыч. Спасибо за модули. Посмотрим, что я смогу сделать. Это займет какое-то время, так что приходите позже. Я твой. Задачка была не из легких. Сгорели ПЗУ, пришлось припаять новый со старого модуля. Но теперь все в порядке. Можно отнести модуль назад в торпедный отсек и установить. Ja, großartig. Danke und gib her. So, würde ich sagen. Habe ich das Teil schon oder was? Ja, gut, dann geht's wieder nach unten. Ja, hier. Dann können wir das in den Torpedo einbauen und dann können wir das quasi. Wie komme ich wieder hoch? Den Captain Bescheid sagen. Der Captain wird dann glücklich sein und vielleicht sehen wir dann auch einen Übungsschuss. Zeig mir das Laderadar. Damit, dass ich hier irgendwelche Türen knacke. Festgeschraubt, das können wir dann quasi gleich machen. Okay, Schrauben tut er nicht. Task complete. Nochmal tiefer. Aber ich wollte jetzt eigentlich den Captain Bescheid sagen. So, wir müssen ihm Bescheid sagen, wahrscheinlich, dass wir das eingebaut haben. Васильев починил модули, и вы его установили? Прекрасно.
Минутку, я проверю, все ли работает. So, dann können wir jetzt quasi zum Captain gehen, berichten, wir haben den Torpedo optimal repariert und ist einsatzbereit, so dass wir quasi auf das Übungsziel schießen können. Спасибо, вы очень помогли. Я обязательно отмечу это в рапорте. Скоро начнутся учения, я вас позову. А пока что можете заниматься своими делами. It'd be good to have the full training schedule. Maybe I can find something in the captain's quarters. Gut, also das heißt, wir müssen in die Kajüte des Captains einbrechen, um an die Pläne zu kommen. Aber ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Also, wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Kommentar da lassen. Like, lasst mir noch ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.